Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Video. Heute werden wir ein für alle Mal die Wahrheit herausfinden. Ich habe hier eine riesige Liste angelegt und wir werden heute das ganze Video durch dieselbe Art von Kampf spielen. Wir gehen auf die letzte Station oder Random Battlefields, komm. Hauptsache eine Battlefield Stage. Sorry für diese scheiß Sonneneinstrahlung, aber ich kann das nicht ändern, weil wir hier blöderweise an genau dem Fenster keinen Rollladen haben. Hier ist noch einer, aber der hilft nichts, denke ich mal. Ja, ich habe mir jetzt zugemacht. Die Einstrahlung ist immer noch relativ dieselbe. Naja. So, was genau machen wir heute? Ich gönne mir Soße. Und dann gibt es neben mir noch die Masse an Amiibo. Lord Ecke. Günther. Genocide. Seemops. Der neue PMD Latias Amiibo. Die dunkle Macht. Und PMD Dialga. Alle meine trainierten Amiibo und ich. Ich habe hier eine Liste bereit. Wir werden hier jetzt Free for Alls spammen. Ich werde die Platzierungen oder die Anzahl Stocks, das muss ich noch überlegen, habe ich beides auf der Liste. Ich denke, ich werde vielleicht auch irgendwie beides, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall werden wir so durch eine der beiden Sachen am Ende auswerten, welcher Amiibo tatsächlich der stärkste ist. Natürlich ist das jetzt, natürlich kann man dann immer noch sagen, ja, in Free for All zum Beispiel hat Seemops wegen seinem Fliegengewicht einen Nachteil im Vergleich zu normalen Kämpfen. Aber, vor allem wenn man das sagen will, dazu... Ich habe gestern schon ein paar dieser Kämpfe gemacht. Und die Ergebnisse gescreenshottet. Und das ist alles wirklich so passiert. Mit der dunklen Macht auf dem letzten Platz, als ich noch nicht mitgemacht habe. Günther auf der 6. Dialga auf der 5. Dann Genocide, Latias und Seemops auf... dann Latias und Seemops auf dem Siegerbrett und Lord Ecke als Sieger. Der nächste Kampf. Ihr seht's, da habe ich mitgemacht. Günther enttäuscht mit dem letzten Platz. Genocide auf der 7. Dialga schon wieder nur auf 6. Eine Nummer 5 gibt's nicht. Ich und die dunkle Macht sind genau gleichzeitig gestorben. Und zwar nicht an derselben Attacke, muss man sagen. Ich bin durch die dunkle Macht. Die dunkle Macht hat mich gespiked. Dann ist Latias angekommen und hat die dunkle Macht gespiked, aber mit mehr Wucht und wir sind in derselben Sekunde gestorben. Latias schon wieder auf 3, Seemops auf 2 und Lord Ecke auf 1. Dieselben Top 3 noch einmal. Dann im dritten Kampf. Ich habe einen super Screenshot für Seemops und Latias erwischt. Im dritten Kampf. Dialga auf dem letzten Platz. Es ist wirklich... Was ist da los gewesen? Genocide erwarte ich ja relativ die Position. Da habe ich dann auch wieder mitgemacht und habe es auf Platz 6 geschafft. Auf Platz 5 Günther, der hat irgendwie nie eine gute Performance geliefert. Lord Ecke muss sich nach 2 Siegen mit einem 4. Platz zufrieden geben. Seemops kann den 3. belegen, anstatt noch einmal den 2., den dieses Mal Latias übernimmt, womit beide jedes Mal in den Top 3 gelandet sind in diesen 3 Kämpfen. Und der einzige Charakter, der jedes Mal in den Top 3 war, ist mein neuer Yoshi-Amiibo. Und ich finde, das spricht schon ziemlich für ihn.
Und wie ihr seht, diese Runde habe sogar ich gewonnen. Auf dem letzten Platz, Genocide, Seemobs, nachdem er immer in den Top 3 war vorher, muss sich mit Platz 7 zufrieden geben. Die Jalga, nochmal auf Platz 6? Da fragt man sich wirklich, was da los ist. Lord Ecke, seine ersten zwei starken Kämpfe waren schön und gut für ihn, aber wirklich viel bringen tun sie ihm auch nicht. Okay, ich habe mir ja übrigens gerade überlegt, wie ich das mache. Ich werde einfach Punkte verteilen. Platz 8 bekommt nichts, 7 ein Punkt und so weiter. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, ist dann der Beste hier. Ich werde selber auch mitmachen. Die dunkle Macht nur auf Platz 4. Somit hätten wir gestern, vor allem wenn man nur nach Platz 1 geht, einen Gesamtsieg von Lord Ecke gesehen. Latias wieder auf der 3. Endlich hat Günther mal was geschafft. Und er hätte vielleicht auch gewonnen, wenn er nicht, wenn ich nicht seine Situation ausgenutzt hätte. Als er offstage gegangen ist, komplett offensiv, um Latias eine Back-Air auf dem letzten Stock zu drücken und es geklappt hätte, während ich an der Ledge hing. Ich bin einfach sofort gedroppt und habe eine Down-Air gedrückt und es hat halt gereicht. Und damit hatte ich den Kampf gewonnen. Kann es heute, wie sieht's heute aus? Wir hatten wirklich, also erwartet nicht irgendwie durchzublicken, ne? Ich versuche mich so ein bisschen selber in den Weg der Sonne zu stellen hier beim Kommentieren. Deswegen wird es auch für mich ein bisschen schwieriger. Teilweise die Team-Kombos, die diese Amiibo da abgeliefert haben. Okay, ich gehe wieder in eine Position, in der ich besser spielen kann. Genocide als Erster mit einem Stockverlust. Nicht unbedingt überraschend, aber Dialga! Erneut! Seemobs begeht Selbstmord. Wie viele habe ich gerade gespiked? Oh, Latias hat mich gespiked. Moin, dunkle Macht. Hat noch irgendwer alle Stocks? Ich glaube nicht. Schade, es hat nur bei einem für einen Kill gereicht, bei der dunklen Macht, diese Back-Air. Ich glaube, ich habe sogar leicht höhere Werte, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Okay, was? Die dunkle Macht ist letzter! Hat Seemobs. Nein, Seemobs hat sich nicht selbst umgebracht. Weitere Opfer. Oh. Latias versucht ganz dreckig mich zu finishen. Lord Ecke muss erneut einen vierten Platz nehmen. Seemobs ist auch raus. Und ich hol das Ding. Ich hab die nicht mal ange. Ich spiele nicht mal mit den Joy-Cons. Ich hol das Ding. Die Jäger schon wieder enttäuschend. Was ist in diesen Kämpfen los? Wisst ihr noch, wir haben das schon einmal mit nur Amiibo gemacht. Die Jäger hat das ziemlich gerissen. Damit die Punkteverteilung. So, muss ich notieren. Kein einziger für die dunkle Macht. Einer für Genocide. Zwei für Dialga. Drei für Lord Ecke. Ich muss hier kurz das umschreiben. Vier für Seemobs. Fünf für einen guten Gündi. Also jetzt den, der nicht ich ist. 6 für Latias. Latias schon wieder Top 3. Der Amiibo hat es einfach raus.
Und ich leg vor mit 7. Sehr schön. Nochmal kurz in die Stats gucken. Das war das schnellste Free-for-All bisher. Boah, auch am Ende sind innerhalb von 12 Sekunden wurden Platz 5 bis 2 belegt. Er sagt 5 bis 1, wenn man es genau nimmt. 1,45, 1,52, 1,55, 1,57. Das war... Ja, die K.O.s! Gebt euch das! Die K.O.s an mir waren durch Seemops und durch Latias. Ich habe Günther all seine Leben gezogen. Ich werde, denke ich, auch noch ein anderes Geisterteam reinnehmen, weil ich halt echt ein bisschen stark damit anscheinend bin. Sieht man ja am verursachten Schaden und so. Ich glaube aber, ich habe keins, mit dem ich trotzdem irgendeine Chance hätte mitzuhalten. Wenn dann das hier, aber das ist wirklich nicht stark. Das hat irgendwie 4000 Power. Das habe ich verwendet, um Genos halt zu trainieren, weil er ja nicht gerade hohe Werte hat. Wobei ich echt sagen muss, Genocide war glaube ich, nur einmal letzter bisher. Na, nächste Runde. Ich glaube, diesmal werde ich letzter. Okay, ich bin auf 50. Auch diese Ledge-Battles, die es hier immer gibt. Ich bin tot. Habe ich gerade mit meiner Backair 4 oder 5 oder so getroffen und keinen gespiked? Die dunkle Macht schon wieder tot. Okay, ich glaube, ich habe einen Double Kill geholt. Seemops will mir das Leben nehmen. Ah! Günther! Ich glaube, der ist salty, weil ich im letzten... Bald all seine Stocks gezogen habe. Der hat versucht, mich zu spiken. Ich bin durch Dialgas Recovery am Leben geblieben. Hier! Schade. So, ich habe aber Günther mitgenommen. Ey, mit der Part, wenn du eine Runde gewonnen hast. Ich habe die erste Runde gewonnen. Warum läuft der Part dann doch? Weil ich hier bestimmen will, wer letztendlich am meisten gewinnt von allen. Ich habe jetzt auch mein Geisterteam ein bisschen abgeschwächt, weil ich... Die dunkle Macht ist schon wieder letzter! Du stimmst doch auch am häufigsten letzter wird. An sich, man bekommt Punkte für jede Platzierung. Warte, Genocide ist noch da? Seemops hat keinen Bock mehr? Was ist das denn? Genocide! Ja genau, macht halt die Team-Kombo, ihr Säcke! Jetzt mal im Ernst, wenn Genocide sich anstrengt, gewinnt er! Aber wisst ihr was? Latias ist schon wieder in den... Oh mein Gott! Dieser Yoshi! Das war das 6. Free-for-All. Er war immer in den Top 3, dieses Mal sogar auf der 1. Was ist dieser Yoshi? Oh, und die dunkle Macht war nicht letzter. Lord Ecke ist vorher gestorben. Ah, und ich sehe gerade Dialga und Günther. Gönnen sich. So, wird wieder Zeit, Liste zu führen. Das wird am Ende super zum Auswerten. Ich führe natürlich eine Strichliste. Und wenn irgendwie teilweise hier pro Kampf so 7 Punkte vergeben werden. Also, Lord Ecke, dieses Mal 0. Bei dem läuft's nicht. Die dunkle Macht aber noch weniger. Der erste Punkt. Dann 3 Punkte für sowohl Günther als auch Dialga. Bei Dialga auch. Die müssen sich mal anstrengen. Seemops, 4 Punkte. Ich, 5. Gino?
Dinos seid. 6 Punkte, hä? Ich hoffe, ich habe gerade nicht irgendwas von denen zu viel eingetragen, Lol, aber nee, dürfte nicht. Und Latias? Okay, geh halt ab. So, falls ich sag auch mal den Zwischenstand an. Wir sehen auf dem letzten Platz, sage und schreibe in der Gesamtrechnung, die dunkle Macht mit einem einzigen Punkt. Herzlichen Glückwunsch für gar nichts. Dann auf Platz Nummer 7, der gestern fast alles gewonnen hat, Lord Ecke mit gerade mal 3 Punkten, kriegt auch nicht wirklich was hin. Dann auf Platz 4 haben wir, ja, Platz 4? Nee, das ist Platz 6. Platz 6 haben wir Dialga mit 5 Punkten. Auf Platz 5 haben wir Genocide mit 7, der sich jetzt halt gegönnt hat. Wir haben 2 dritte Plätze. Günther und Seemops mit 8 teilen sich im Moment diese Platzierung. Auf Platz 2 stehe ich mit 12 Punkten und Latias liegt in Führung. Ich will nur anmerken, ich habe Yoshi schon 2-mal neu trainiert. Jedes Mal war ich enttäuscht und jetzt kommt dieser Amiibo und fegt einfach übers Feld. Ja, ich glaube, das Geisterteam ist besser. Jetzt sind meine Werte auf jeden Fall realistischer. Außer die K.O.s. The fuck? Die K.O.s! Ich hab 9! Dafür haben Mario und Günther, also Lord Ecke und Günther, gar keine. Die dunkle macht nur einen. Ich sehe... Ah! Ich hab tatsächlich beide Stocks, die Latias überhaupt verloren hat. Okay, aber guckt auf den verursachten Schaden. Wie geil ist denn das? Genau 777 für Latias. Glückszahl einfach da. Dieser Amiibo zerstört. Was ist das? Wird er etwa der neue, stärkste Amiibo? In einem 101 gegen die dunkle Macht. Wir haben ja letztes Mal schon ein paar 101s machen lassen von ihm. Er hat zwar nur 1 gewonnen, aber das war gegen Seemops, der nicht schlecht ist. War nicht wirklich knapp. Das gegen Dialga, die Niederlage, war dafür sackknapp. Gegen Günther ebenfalls. Nur die dunkle Macht hat eben ihre Stellung an sich wieder behauptet als Nummer 1. Aber das zeigt sie heute gar nicht. Nächste Runde. Das macht Bock. Die dunkle Macht zeigt heute mal gar nicht, dass sie was raus hat. Sticker Brush Symphony. Ich warte, bis irgendwer reinlandet. Tut aber keiner. Ich hätte mich nicht meinen Amiibo nähern sollen. Ich stehe auf 50%. Nein, Günther! Ich habe als erstes einen Stock verloren. Ah, aber irgendwer hat Günther direkt dafür entehrt. Ey, komm. Digga, ich bin schon wieder auf 70. Wo bin ich? Nein! Was? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, was? Die Wiederholung, die muss ich speichern. Was? Die haben mir gerade so die Ehre genommen. Das war Down Air Offstage von Seemops in den Stein Offstage. Und damit trifft er Lord Ecke und mich. Schleudert uns beide 8 Kilometer nach oben an den Rand der Stage. Und dann wartet Lord Ecke da schon, um mir die Forward Air zu geben. Gut, bin raus, tschüss, ich muss los. Meine Amiibo nehmen mir das Leben. Oh, Dialga steht gut dabei. Zum ersten Mal heute.
Oh, ist Lord Ecke. Lord Ecke ist schon wieder raus. Seemops rettet die dunkle Macht. Wir haben hier noch alle Heavys drin. Und fucking Yoshi. Yoshi ist nicht in den Top 3, Leute. Yoshi ist nicht in den Top 3. Oh, Günther gegen die dunkle Macht. Günther gegen die dunkle Macht. Oh, hätte das gelandet. Ein guter Hit ist halt das Ende. Oh mein Gott. Das war so close für Günther. Ich dachte ehrlich gesagt, er geht auf Back Air. Oh mein Gott. On Stage Down Air, die dunkle Macht. Ein knappes Finale. Was war das für ein Kampf? Meine Amiibo haben mir das Leben genommen. Meine Amiibo haben mir das Leben genommen. Jesus Christus, ich bin hier ein bisschen... Alter! Das ist vor allem eine... Das ist für mich natürlich auf der Liste. Grottenschlecht. Genocide hält weiter. Eine nicht sonderlich gute Platzierung. Auf der Nummer 6 steht Lord Ecke. Was ist mit dem heute los? Lord Ecke kriegt ja nichts hin. Latias zum ersten Mal nicht in den Top 3. Lässt mir damit zumindest eine Chance da, obwohl ich 0 Punkte bekommen habe. 3 Punkte für Platz 5. Auf Platz 4. Dialga hat etwas geschafft. Nummer 3 war wieder Seemops. Seemops auch echt not bad dabei, der Junge. 5 Punkte. Hier 5. Dann Platz 2. Günther, macht mal was. Super. Gefällt mir. So, 3, 4, 5, 6 Punkte. Und auf der 1, die dunkle Macht steht von, hatte nur einen Punkt vorher, bekommt 7 plus. So, der jetzige Zwischenstand. Auf dem letzten Platz mit 5 Punkten haben wir Lord Ecke. Sag mal, streng dich doch mal an, gestern hast du hier doch rasiert. Was ist denn mit dir los? Nur 5 Punkte, letzter Platz. Dann auf Platz, ich guck gerade. Es ist Platz 6, da ihn sich zwei teilen. Und zwar Genocide und trotz diesem Sieg immer noch die dunkle Macht. Immer noch nur 8 Punkte, 1 plus 7 nun mal. Dann auf Platz, warte, wir hatten gerade... die Nummer 8 und zweimal die Nummer 6. Das heißt, das ist die Nummer 5 mit 9 Punkten. Dialga hat hier nochmal ein bisschen was geholt, aber da geht mehr. Nummer 4 mit... Oh Gott, was? Nein! Nummer 4 mit 12 Punkten. Ich bin richtig abgestiegen. Das bin ich. Hilfe! Ja, Nummer 4 mit 12 Punkten, wie gesagt, ich. Nummer 3 haben wir... Nee, warte. Nee, Nummer 3 haben wir nur einmal und nicht doppelt. Seemops, genau wie in diesem Kampf, auch insgesamt auf der 3. Okay, läuft nicht so bad für ihn. Auf Platz 2 hat sich tatsächlich unser guter alter Kollege Günther vorgearbeitet. Und das ist sicherlich verwirrend, wenn ich einerseits mich und einerseits den Amiibo Günther habe. Aber PMD Günther, der K-Rule Amiibo, mit 14 Punkten auf Platz 2. Und trotz einer erstmaligen Nicht-Top-3-Platzierung mit 16 Punkten immer noch auf der 1 steht Latias.
Dieser Yoshi-Amiibo macht uns fertig. Es macht mir gerade sau viel Spaß, Alter. Was ist denn das? Auch diese ganze Auswertung, die Statistik. Nicht nur die Kämpfe, sondern auch das Außenrum. Das Außenrum dauert halt gefühlt länger als die Kämpfe. Ich glaube sogar nicht nur gefühlt. Und die Sonne ist gerade ein richtiger Haufen Kacke. Man sieht meine Silhouette, wie so oft. Es ist halt so mies. Sorry, aber an dem Fenster haben wir leider keinen Rollladen. Einen Vorhang haben wir, den habe ich sogar schon hinter, aber der ist gefühlt durchsichtig, der hält nichts ab. Oh Gott, eine Fire Emblem Stage. Ach so, ich verstehe, ich bin auf 90. Ah, kacke, das war ja Günthers Kanone. Okay, der Erste hatte sein Leben schon verloren. Seemobs, dann komm ich hinterher. Seemobs, ein SD und gleich der zweite Stockverlust. Und ich werd hier... Ich werd geprügelt! Komplett keine Chance, mich zu wehren. Komm, ich will diesmal nicht letzter werden. Nein, Latias, geh weg von mir. Es klingelt und ich kann nicht hin. Olaf! Oder auch nicht. Oh Gott, ja, nicht sofort Jäger stellen. Da wird mir die Ehre dann entwendet. Ich bin nicht letzter. Ey, Digga, haben die gerade schon wieder so eine Footstomp into Forward Air Combo gegen mich gemacht? Oh Gott. Okay, es ist noch einer draufgegangen vorher. Ja, Lord Ecke schon wieder. Was ist mit dem? Der kriegt heute ja nichts hin. Wir haben wieder die drei Heavies. Die stellen sich deutlich besser an als gestern. Und Genocide überrascht auch. Genocide und Latias haben noch zwei Leben. Günther ist raus. Das heißt, die beiden Heavies sind... Okay, das erste Leichtgewicht mit Genocide ist auch auf dem letzten Stock. Latias immer auf der Numero Uno. Oh, Genocide, war das ein Footstomp, ein ganz ekelhafter Early? Die dunkle Macht und die Alga. Beide auf ihrem letzten Stock. Oh Gott. Die dunkle Macht ist raus, wurde gespiked. Ein Stock-Lead für Latias. Gegen die Alga. Der aber auch. Der Spike reicht nicht. 90% Unterschied, aber wir haben gestern gesehen, wir hatten schon mal 102% Unterschied zwischen den beiden. Und Dialga konnte noch gewinnen. Dazu muss aber wirklich alles klappen. Vor allem so Taktiken wie Footstomp und vergesst den Footstomp, das war's. Wir werden hier alle auseinandergenommen. Das hier ist... Also ich kann alles behaupten, außer dass ich damit gerechnet habe, dass es so läuft. Oh, schön. Das mit dem Türenschließen bleibt auch noch für ungefähr 3,5 Jahre, wie es ist. So. Wir sehen den nächsten Ausgang. Oh! Da ist einer, der sehr gut dabei war, bisher auf Platz 3, der dieses Mal leer ausgeht. Und Lord Ecke, sag mal. Lord Ecke! Ich meine, ich war auch nicht gut, aber Lord Ecke ist schon wieder so low. Also, ein Punkt für Lord Ecke, 2 für mich, 3 für Günther. 1, 2, 3. 4 Punkte für Genocide.
Der überrascht auch. 5 für die dunkle Macht. Hat ihren schlechten Anfang verkraftet. 6 Punkte für Dialga. Der hat auch seinen schlechten Anfang verkraftet. 4, 5, 6. Und ich glaub's langsam echt nicht mehr. Nochmal 7 für Latias. 4, 5, 6, 7. So, der neue Zwischenstand steht fest. Und wie man sich vielleicht schon denken kann, der letzte Platz ist immer noch gleich besetzt. Lord Ecke nur 6 Punkte. Der einzige im einstelligen Bereich im Moment. Da muss noch was kommen. Das läuft ja gar nicht so gut. Damit erstmal 8. Platz. Dann sehe ich auf Platz 7. Oh, auf Platz 7, auch wenn er überrascht eigentlich heute und regelmäßig gut platziert, aber Genocide ist mit 12 Punkten nur auf Platz 7. Oh, was? Der Junge war doch gerade noch auf 3 in der Gesamtwertung. Aber Platz 5 teilen sich Seemops und die dunkle Macht. Seemops ganz runtergestiegen, während die dunkle Macht langsam aufholt. So, damit ist Platz 5 beide 13. Platz 4. Hallo, ich bin's. Okay, immer noch in der oberen Hälfte, aber das muss jetzt besser laufen, die nächsten Kämpfe, sonst bleibt das garantiert nicht so. Aber damit hätte ich auch nicht gerechnet, vor allem habe ich mein Geisterteam ja gewechselt. Platz 4 bin ich. Platz 3. Platz 3 ist Dialga. Der hat sich wirklich hochgearbeitet, am Anfang wirklich schlecht dabei, aber auf Platz 3 Dialga mit 15 Punkten. Platz 2. Boah, heute läuft's. Weiter so, Junge. Platz 2. Mein Junge PMD Günther mit 17 Punkten. Und, Digga, was? 17 Punkte auf Platz 2. Platz 1 mit 23. Latias, was machst du mit uns? Wir werden aus einer... Sehe ich das richtig? Seemops. Seemops! Dein Ernst jetzt? Erstens hast du gefühlt keinen Schaden verursacht. Und dann waren es insgesamt auch noch 69. Ich sehe gerade die K.O.s. Kann man diesen Yoshi-Amiibo noch stoppen? 8 K.O.s! Wir werden hier alle vorgeführt. Dunkle Macht, Dialga, die ganzen krassen Amiibo werden hier von einem Yoshi vorgeführt. Im Freefall. Und ich auch, aber mir war's klar. Gott, was macht dieser Amiibo mit uns? Der zerstört unsere Ehre. Ich denke, wir werden tatsächlich sogar gleich noch ein, zwei Free-for-Alls. Ich würde sagen, 2 Free-for-Alls und dann schließen wir mit einem Turnier ab. Nein, Latias, geht auf mich! Junge, Günther! Nicht Günther, was laber ich? Das war Lord Ecke. Nein! Ich will nicht auf Early Percentage gespiked. Der, vor allem, was ich so geil finde, irgendwie. Erstens, die alle so hin und her rennen, mich ignorieren die gefühlt. Aber auch hier die ganze Zeit. Es hagelt Footstomps. Schon wieder ein Footstomp. Wo bin ich? Oh, ich habe Günther die Ehre genommen. Und mir selber dabei gleich mit. War es das wert? Ich weiß ja nicht. Oh, Seemops. Diese Footstomps die ganze Zeit. Hilfe, es muss wer rausgehen.
Es muss mal wer ausscheiden, der nicht ich ist. Jawohl. Oh, 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 ich sehe schon. Ganz bittere Kiste. Digga, die wollen mich alle. Okay, Taggen war da nicht mehr drin. Aber okay, ich habe 2 Amiibo überlebt. Und Dialga ist halt dieses Mal letzter erneut geworden. Diese Offstage-Battles, ich hab die alle gut trainiert. Alle am Taggen. Oh, ich hab irgendwie jetzt mit einer sicken Team-Kombo gerechnet. Oh! Was? Seemops hat Mario getötet und selber ist er mitgestorben. Die dunkle Macht gegen die dunkle Macht holt sich einen weiteren Sieg. Aber Junge, Platz 2, was macht dieser Yoshi? Der nimmt uns die Ehre. Oh, wir haben 2 Platz 3s. 2-mal Platz 3. Und dann sind's die beiden im Dream Team, Günther und Lodecke. Aber erstmal fangen wir an. Dialga hatte sich einen guten Platz erarbeitet, um sofort wieder ganz böse 0 Punkte zu kriegen. Genocide auch 1. Das geht besser. Mich kommentiere ich nicht. Ich schieb's auf meine Spirits. Auch wenn man sagen muss, es kann echt gut sein, dass es auch ziemlich an denen liegt. 2 Punkte für mich. 3 für Seemops. Auch relativ bitter für ihn. Er ist echt so. Er ist so voll durchgemischt, sag ich mal. 4 Punkte verteilen wir gar nicht. 5. Lord Ecke bekommt endlich mal was. Und Günther auch. Günther, sehr gut dabei. Ich kommentiere diesen Yoshi gar nicht mehr. Und die dunkle Macht versucht wirklich, nach einem unfassbar schwachen Start, sich nach oben zu befördern. So, neuer Zwischenstand. Steht fest. Und zwar haben wir auf dem letzten Platz, wenn ich mich nicht vergucke, ja, auf dem letzten Platz mit 11 Punkten, hat diesen Kampf ein bisschen aufgeholt, aber da fehlt noch was, Lord Ecke. Immer noch der Letzte. Dann, Lord Ecke, wie gesagt, mit 11. Wir haben auf Platz 7 13 Punkte und in diesem Kampf auch die Nummer 7. Genocide. Aber ich habe ehrlich gesagt auch mit dem letzten für ihn gerechnet, oder für mich. Und da muss ich mich auch mal anstrengen. Ich bin nämlich inzwischen auf Platz 6 heruntergerutscht. Mit 14 Gesamtpunkten nur noch knapp vor Genocide. Noch so eine Nummer und ich könnte auf den letzten fallen. Läuft nicht für mich. Nummer 5. 5 ist einen Punkt vor mir, diesen Kampf. Nummer 8. Dialga hatte sich bis gerade auf die 3 hochgearbeitet. Ignoriert das oben in der Ecke, dass er wiederkommt. Und jetzt fällt er auf die 5. Platz 4. Ja, Platz 4 mit 16 Punkten. Seemops. Ich sag's ja, wie es ist. Der ist echt hier sehr Mittelfeld. Der bewegt sich immer von ganz krass zu ganz schlecht. Und dementsprechend eine Mittelfeldplatzierung auf der 4. Oh, aber was ich sehe, was ich sehe. Die Nummer 3, Günther, ist vom zweiten Platz, den er dauerhaft hatte, auf die 3 gefallen. Mit 18 Punkten. Und die dunkle Macht in den ersten 2 Kämpfen, einen Punkt gesamt, hat sich auf den zweiten Platz vorgearbeitet. Mit 20 Punkten fehlen nur noch 9 Stück, um Yoshi zu überholen. 29! Dieser Yoshi! Oh, was Seemops? Seemops hat hier ja richtig abgesahnt. Ich habe auch ein paar geholt.
Mario Lord Ecke, aha! Dialga hingegen enttäuscht. Aber, Junge, jetzt mal im Ernst. Platz 1 hat fast 150% der Punkte von Platz 2. Das ist einfach hier eine Zerstörung. So, die Sonneneinstrahlung wird vermutlich jeden Moment hier noch schlimmer, kann ich gleich mal ankündigen. Ja, nächste Runde würde ich sagen. Bisher wirklich. Man hört das hoffentlich bestimmt garantiert gar nicht. Nochmal zum Thema mit den Footstomps. Es hat gerade rund 2 Sekunden gedauert, bis ich zum ersten Mal gefootstompt wurde in diesem Kampf. Oh, Genocide. Hat halt mit seinem niedrigen Verteidigungswert. Ich wollte backairen und dann wird mir die Ehre genommen. Und ich werde gefutzt und ich bin tot. Das wird ein letzter Platz für mich. Oh, Latias sieht aber nicht gut aus, diesen Kampf. Seemobs chillt da oben. Und jetzt... erst da oben chillen, um dann zu versuchen, mir das Leben zu nehmen. Ich hatte keinen Jump mehr, ich dummer Idiot. Ich dachte, ich hätte noch einen Jump. Damit bin ich dieses Mal auf dem letzten Platz. Günther, Seemobs und Dialga sind noch bei 2 Stocks. Latias, was ist denn mit dir hier los? Ich will ja nichts sagen, aber ich freue mich ja gerade ein bisschen, dass Latias hier... oh, Günther auch auf dem letzten. Die dunkle Macht raus. Vorletzter Platz. Dialga, letzter Stock. Genocide ist raus. Oh mein Gott. Günther rettet Seemobs. Aber Seemobs hat als einziger noch beide Stocks. Jetzt nicht mehr. Dialga ist raus. Und damit ist Latias immer noch unter den Top 4. Immer noch am Leben. Aber... das reicht. Latias nicht in den Top 3. Lord Ecke, Alter, warum hat Lord Ecke nicht geforward-aired? Das wäre doch perfekt gewesen, Seemobs das zu zerstören. Lord Ecke reißt endlich mal was. Und Günther! Günther, der Ehrenmensch! Krokodil! Pokémon! LOL, was? Was eine Interaktion! Günther abehrt Lord Ecke, nur damit Seemobs sie beide F-smasht. Aber Günther hat damit noch einen Platz mehr bekommen. Und Seemobs holt sich mal einen Win. Was hatten wir gerade mit von ganz oben nach ganz unten immer hin und her? So, erneute Auswertung. Danach geht es zum Turnier. Und zwar... mich kommentiere ich erneut nicht. Die dunkle Macht war in einer guten Situation, aber jetzt wieder ganz, ganz abgeschlagen. Nicht schön für sie. So. Genocide. Ja, bei dem ist es ja nicht ungewöhnlich, dass er nicht gut dabei ist. Dialga, was ist mit dir denn los? Schon wieder nicht gut dabei. Latias. Immer noch zu viele Punkte, meiner Meinung nach. Lord Ecke rafft sich endlich mal auf, kriegt 5 Punkte. Günther! Und Seemobs holt auch mal 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das war das letzte Free-for-All.
bevor wir zum großen Turnier gehen, das eine relativ gleiche Berechnung haben wird. Bloß doppelte Punkte, je nach Platzierung. Und ich weiß... Obwohl, nee, das ist blöd. Das ist blöd, ich müsste nochmal alle, die in der gleichen Runde rausfliegen, gegeneinander kämpfen. Oder ich gebe ihnen die gleiche Punktzahl. Ja, so machen wir es. Wer in der ersten Runde rausfliegt, wir sind zu 8, das heißt, es gibt 3 Runden. Wer in der ersten Runde rausfliegt, bekommt 0 Punkte. Wer die erste Runde gewinnt, aber in der zweiten Runde rausfliegt, was das Halbfinale wäre, bekommt 5. Wer sogar das Halbfinale schafft, ins Finale einzieht, aber als Platz 2 beendet, bekommt, ich überlege gerade, ob ich 10 und 15 oder 7 und 10 als Verteilung. Ich mache 7 für den zweiten und 10 für den ersten. So, da muss man natürlich jetzt dazu sagen, theoretisch bekommt der dritte. Es ist nun mal ein bisschen anders, diese Verteilung. Und ehrlich gesagt, muss man auch sagen, ihr wollt ja noch den Zwischenstand vorm Turnier wissen. Warte. Sehe ich das richtig? Nee, warte, das sehe ich doch nicht richtig, oder? Das kann ich nicht richtig sehen. Noch 3 Punkte Vorsprung. Vor Günther. Damit steht sie... Also, wir beginnen wieder von hinten. Gibt es weniger als 16... Oh, gibt es weniger als 15... Oh. Es gibt jemanden mit 14 Punkten, aber wir nennen hier jetzt mal keinen Namen. Nee, warte, kann das sein? Hatte ich mich vor dem Kampf gerade eben erst... Oh, ich war letzter. Wir nennen hier natürlich keine Namen, aber natürlich haben wir hier einen letzten Platz mit nur 14 Punkten. Ja. Dann auf dem 7. Platz haben wir 15 Punkte. Eigentlich die Dauer Nummer 7 hier. Genocide. Platz 6. Sehe ich 16 Punkte. Hat sich auch endlich mal ein bisschen hochgerafft. Von einem fast dauerhaft letzten Platz, Lord Ecke, auf Nummer 6. Die Nummer 5. Ich sehe hier 18 Punkte. Einmal Nummer 5, Dialga. Da hätte ich mehr erwartet. Aber das Turnier kann noch was bewirken. Nummer 4 mit... Oh, nein, doch nicht. Nummer 4 mit... 21. Die dunkle Macht ist wieder abgestürzt. Nicht mal mehr in den Top 3. Platz 3 hingegen ist Seemops mit 23. Dann sehen wir auf Platz 2 30 Punkte bei Günther. Und nur noch 33 bei Latias. Das heißt, dieser Kampf ist noch nicht entschieden. Ich werde zufällig machen, wer gegen wen kämpft. Wir nehmen natürlich das Format. Aber wenn Günther... Welches ist das? CPUs jucken nicht. Geister brauche ich. Stagewahl. Machen wir nur Battle... Machen wir so. Items aus. Stagewandel aus. Perfekt. Ich... Wenn Günther besser abschneidet als Latias, kann er das noch für sich entscheiden. Ich kämpfe, ich werde sowieso hier verkacken und damit meinen letzten Platz besiegeln. Der gute Günther. Wir machen hier die Geister aus. Ich stelle die jetzt hier nacheinander drauf und mache dann eben random. Ich mache random, wer gegen wen kämpft. Und ich bin der Einzige, der hier Geister benutzt. Am lustigsten wäre natürlich Com7
mit dem Geisterteam, das ich mal in World of Light gemacht hatte, um zu gucken, wie hoch man so springen kann, als Yoshi mit einem Sprungkraft-Boost-Geist-Fliegengewicht und zwei Sprungkraft-Boost-Subgeistern. Aber es wird noch spannend. Vor allem zwischen Latias und Günther. Ey, es wäre halt irgendwie schon das Coolste. Ich überleg mal. Oh, wisst ihr, was natürlich das Geilste wäre? Wenn Latias und Günther auf unterschiedlichen Seiten im Turnier starten würden, im Finale gegeneinander antreten würden und Günther dann gewinnt. Denn dann würde er 10 bekommen, Latias 7. Ein Unterschied von 3. Und dann hätten wir 2 insgesamt Sieger. So, aber ich gucke weg. Ich bin weggedreht. Ich mische noch gut. Ich habe nicht gesehen, wer wo steht. Bitte nicht ich gegen die dunkle Macht oder so. Oder Latias. Oh, Latias gegen Genocide. Oh, Lord Egg. Oh mein Gott, das sind, was sind das für Kämpfe? Was für nicer Scheiß. Latias gegen Genocide halte ich ehrlich gesagt für nicht sonderlich spannend, nach dem, was Latias hier bisher gezeigt hat. Sollte aber Genocide jetzt die Überraschung gelingen, dann wäre das vermutlich das Ende. Außer Seemobs würde ebenfalls eine Überraschung gelingen. Wobei ich sagen muss, dass ich Seemobs Chancen durchaus höher sehe als Genocide. Ich muss gegen Lord Ecke antreten. An sich kann man sich jetzt streiten, was ist das wahre Duell der Giganten? PMD Günther gegen Lord Ecke, das Walrus-Edition-Duo. Oder ich gegen Lord Ecke, die Minecraft-Mörder-Noob- und Skill-Gruppe. Dreimal dürft ihr raten, wer der Noob ist. Und dann ein Duell. Ich habe das da erst gestern ein Video aufgenommen, wo die dunkle Macht... Ich weiß nicht, ob es schon online ist. Das letzte auf Latias fixierte Video, wo am Ende im Kampf zwischen den beiden die dunkle Macht mit auf irgendwie 10% eine Back-Air-Forward-Air-Kombo zum Sieg gemacht hat. Legen wir los. Das entscheidende Turnier. Ich könnte natürlich auch sagen, dass jeder Stock, den ein Charakter zieht, einfach einen Punkt bringt, aber nein. Oder? Doch, jeder Stock bringt einen Punkt. Obwohl, dann kann man nur maximal 9. Ne, wir bleiben bei dem Punktesystem und wir sehen jetzt schon, warum wirft Latias mehrere Eier? Wir sehen aber schon eine relativ deutliche Führung. Schönes Perfect Shield. Es ist nicht so deutlich, wie ich dachte. Vor allem, wir wissen alle. Ich wollte sagen, wir wissen alle, Latias wird es schwer haben zu killen. Aber ich darf ja nicht aussprechen, weil Latias killt. Der Minenleger klappt nicht so gegen diesen Dragon. Es läuft relativ erwartet, nur dass ich sagen muss, dass ich gedacht hätte, dass Genocide noch mehr auf die Fresse fliegt. Ziemlich genau ein Stock Unterschied. Schnauze! Oh, da verfehlt er. Oh, nicht auf die Forward Air. Aber dieser Yoshi-Amiibo, da ist auch der Stock. Wenn Yoshi ins Halbfinale einzieht, das wäre noch ein großer Schritt in Richtung Sieg. So, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, solange sollte Seemobs es schaffen, ich nenne es jetzt einfach mal überraschend, gegen Günther zu gewinnen, dann wäre das Gesamtergebnis bereits entschieden. Ich denke, wir rechnen alle nicht damit, dass Latias, die aus irgendeinem Grund auf 240 noch lebt, diesen Kampf mit einem 2-Stock-Lead, jetzt noch 1-Stock und 130%, dass sie den Kampf noch verliert. Das würde mich jedenfalls stark überraschen. Auch wenn da noch schöner Damage kommt.
Aber ein Stock und 100% trennen sind. Ein guter Hit ist das Ende, wollte ich sagen. Ja. Und das war es auch. Und ich schalte lieber mal kurz eine neue Aufnahme an. So wird halt nervig zu schneiden. Außerdem muss das Turnier in 27 Minuten aufgrund von Speicher über die Bühne gehen. Aber komm, 27 Minuten reichen locker. So, Seemops gegen Günther. Wenn Seemops jetzt gut performt, dann haben wir die Entscheidung bereits. Auf einer Omega-Stage treten die beiden an. Sollte Seemops sich einen Sieg holen können? Der Anfang sieht relativ ausgeglichen aus. Der Punkt ist, Seemops wird mehr Treffer landen. Aber Günthers Treffer sind einfach mächtiger. Aber er spielt halt nicht gut, gefühlt nur Down Air. Oh, der Konterversuch hat nicht geklappt. Wir sehen hier einen Lead für Seemops. Und diese Footstomp, noch ein Footstomp! Ich hätte so damit gerechnet, dass Günther jetzt versucht zu spiken. Oh mein Gott, Seemops! Seemops kann das Ding hier jetzt zumachen. Seemops kann die Kiste zumachen. Und es sieht super für ihn aus. Er haut... Günther! Günther, was tust du? Du lässt dich auseinandernehmen! Seemops will hier noch was holen. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Seemops ist seltsam. Aber ein Stock-Lead. Dadurch, dass Latias jetzt im Halbfinale ist, wäre es wirklich... Alter, dieser Versuch hätte das gelandet und vielleicht sogar gekillt. Aber Latias hätte gewonnen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass niemand mehr aufholen könnte. Oh mein Gott, die Down-Air. Es ist so close. Günther ist so nah am Tod. Er liegt ziemlich deutlich hinten. Er kommt nicht auf den Fastfall klar. Das Wunder von Smash. Kirby. Seemops. 115% trennen die beiden. Wir wissen, es, das heißt nicht unbedingt was. Oh mein Gott, er lebt. Jetzt aber nicht mehr. Das war's. Das war es bereits. Das zweite Viertelfinale entscheidet. Günther ist ausgeschieden. Jetzt geht es nur noch darum, kann vielleicht sogar noch jemand Günther überholen? Und jetzt zum anderen Günther bringen wir es hinter uns. Moin Lord Ecke, wir verstehen uns doch nicht. Ich wollte springen. Wir sind doch Bros, du würdest mir doch nicht wehtun. Warum würdest du das denn machen? Nein, es reicht nicht für einen Stock. Oh mein Gott. Ah, dieser extra Luftsprung gibt halt viel Coverage. Nope. Jump nicht! Ich führe! Ich könnte mit einem Sieg Lord Eckes letzten Platz besiegeln. So nutzt man den Dreck weg nicht. Ah, die Back-Air reicht nicht. Ach, jetzt mache ich auch mit beim Footstompen, oder? Thank you.
habe das Gefühl, die Plattform, mit denen ich Lord Ecke trainiert habe, sind gerade sein Nachteil. Aber er holt auf. Nein, Mist! Zweiter Stock. Lord Ecke spammt nur die Down Air. Hm, 39% Lead. Ja, da ging halt nichts mehr. Nein! Als ob. Nein, ich bin neben der... Ich bin zu nervös. Nicht noch einmal! Ich raste nicht aus! Ich bin einfach nur gut! Ich hab die Runde 1 gewonnen! Oh Scheiße! Ich hab die Runde 1 gewonnen! Hey, dunkle Macht und die Alga, ihr wollt doch sicher beide nicht gegen mich kämpfen. Ich bin gespannt auf den Kampf. Oh, wenn das gelandet hätte. Wenn ich... Oh! Boah, verschluckt. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, die dunkle Macht gewinnt. Auch die Gesamtplatzierung heute würden dafür sprechen. The fuck? Hallo, dunkle Macht? Die steht eine Stunde am selben Spot und short hoppt, bevor sie einen Footstomp macht und dann fortfährt? Es ist übrigens wieder ziemlich even, falls irgendjemand das nicht sieht. Stock Lead. Der erste Stock ist weg. Bowser hat ihn gezogen. Dialga geht in Führung. Und lebt noch. Die dunkle Macht muss jeden Damage vermeiden, den sie jetzt bekommen könnte. 200%. Oh, sie vermeidet ihn. Aber solche 40%. Oh mein Gott. Hätte der dadurch die Super Armor. Das wäre so schlimm. Erneut! Oh mein Gott! Die Alga trifft die Forward Air! Großer Lead! Die dunkle Macht muss jetzt versuchen, das Ganze schnell zu drehen. Aber jeder Schadenspunkt jetzt ist elementar. Moin, eigentlich ist es schon entschieden. Ich bin im Moment im Turnier. Und eigentlich steht der Gesamtsieg schon fest. Oh mein Gott, ich dachte kurz, der sieht. Es sieht gut für die Jalga aus, aber es kann sich drehen. Aber nicht so. Solche Hits sind wichtig. Ein guter Hit. Wäre die dunkle Macht auf Down Air gegangen, hätte sie es gewonnen. Eine Forward Air. Die Forward Air von der dunklen Macht hätte auch gereicht, wenn sie eben offstage gewesen wäre. Es ist knapp. Und das war's. Die dunkle Macht ist raus. Halbfinale steht an. Und vor allem, was mir gerade auch auffällt, wisst ihr, was auch die Sache ist? Das erste Halbfinale. Ein Match zwischen den Fastfall-Legenden Latias und Seemops. Und dieses Duell hatten wir schon einmal. Und es ist nicht gut für Seemops ausgegangen.
Beide nur am Festfallen. Bitte beeilt euch ein bisschen, ich habe nicht so viel Zeit. Und ich weiß, bei den zwei Amiibos beeilen, bei deren Playstyle vielleicht nicht das, was man aber... Oh mein Gott, so eine coole Short-Combo von Seemobs. Er will seine Rache für letztes Mal. Und er hat ja auch schon an Günther gezeigt. Ich glaube, er konnte Günther vor allem so zerstören, da er die Motivation hatte. Er wurde schon einmal von Latias zerstört. Latias hat heute alles dominiert. Und er will beweisen, dass er der einzig wahre Fastfall-Meister ist. Und dafür musste er in diesen Kampf kommen, den er jetzt für sich entscheiden will. Und es ist sehr knapp im Moment. Sie beide agieren mit Fastfall, aber sind nicht unbedingt gut gegen den Fastfall des anderen. Oh, der erste Stock ist raus. Seemobs verliert sein. Aber das kann sich schnell ändern. Ein gut gelandeter Hit und es ist even. Oh, der wäre fast gekommen. Und da ist er. 14% gerade mal. Und Latias kann auch die Unverwundbarkeit nicht nutzen, da Seemobs sehr schlau defensiv spielt. Aber jetzt kommt Damage. Footstomp into Fastfall. Was ist das mit den Footstomps? Es ist so cool, aber ich hab's ihnen nicht beigebracht. Oh, der zweite Stock ist weg. Großer Lead. Tritt Latias ins Finale ein. Vermutlich gegen Dialga. Das wäre auch ein Rematch, das wir doch alle sehen wollen, nachdem wie das lief. Oh mein Gott, ich dachte, es gibt die Spike-Hitbox. Das hätte knapp werden können, da aufgrund der Power von Latias. Aber jetzt mal im Ernst, ich will anmerken, Latias ist, glaube ich, mein Amiibo mit den zweitlowsten Stats nach Genocide. Und dieser Amiibo vernichtet alles und jeden. Es fehlt nicht viel gegen Seemobs, damit er auf Killprozenten ist. 65. Ein Forward Smash würde auf jeden Fall schon killen. Oder wenn diese Forward... Und das war's! Das war's! Seemobs konnte seine Rache nicht bekommen. Scheiße, das wird doch knapp mit der Zeit. Aber Seemobs hat seine Rache nicht bekommen. Und damit zieht Latias ins Finale ein. Und für Seemobs kann ich 5 weitere Punkte eintragen. Servus Dialga. Ich hab gegen Lord Ecke schon gesagt, ich hab keine Chance. Da habe ich aber noch irgendwie gehofft, dass es vielleicht doch für mich... Obwohl Omega ist, glaube ich, für mich gut. Vor allem, wenn ich mich nicht davon treffen lasse. Ja. Du hörst jetzt auf zu? Nein, ich bin nicht gefastfallt. Ich schwöre, ich habe nicht nach unten gedrückt. Brauchst du gar nicht zu dashdancen, du Heslon. Ich meine, du zerstörst mich sowieso, aber... Oder? Als ob das mich gehittet hat. Der hat gar keinen Bock auf meine Projektile. So. Crown. Into Cannonball. Mmh.
Als ob. Nope. Nicht geschafft. Ich glaube auch nicht, dass der es wie am Anfang gemeldet hat. Schade. Kann ich mir ebenfalls noch 5 Punkte eintragen? Reichen sie, um vom letzten Platz wegzukommen? Und wir sehen das Rematch, das jeder sehen will. Latias gegen Dialga. Kampf der Giganten. Dialga offensichtlich eher der 101-Meister. Und Latias Gott in allem. Den letzten Kampf in diesem Matchup konnte Dialga für sich entscheiden. Aber es war knapp und hat ein großes Comeback. Und mein Lieblings-Dialga-Play Footstomp to Down Air erfordert. Oh mein Gott, das ist so gut! Alter Latias, was tust du? Da war der Punish nicht da. Und diese Down Air, oh, ganz bitter! Riesenlied, aber Early Death. Und jetzt ist es wieder even. Der Dash Dance. So, 14%. Vor allem gegen die Down Air. Oh mein Gott! Die Small 40% Combo. Wieder ein Lead für Latias. Aber wir haben gerade schon gesehen, das muss nichts bedeuten, wenn man so früh stirbt. Durch solche Attacken zum Beispiel kann das leicht passieren. Ah, mir war so klar, dass ja. Da hat wieder der Punish gefehlt, wenn sie sowas punishen würde. Und sowas dodgen. Beide sind auf Kill-Prozenten. Oh, da wäre fast wieder der Upsmash gewesen. Wir haben hier wirklich wieder ein würdiges Finale. Die Down Air muss man lernen. Der Upsmash holt den nächsten Stock. Und dann kommen halt die Kill-Probleme hier zum Ausdruck. Oh, ganz, ganz bitter. Oh, ganz bitter. Ein großer Lead. Ein unfassbar großer Lead. 84%. 99. Dialga will diesen Turniersieg. Und er holt ihn sich. Zwar komplett antiklimatisch, aber er holt ihn sich. Dialga ist der 101-Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte. Latias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bonuspunkte. Ich und Seemops haben bereits unsere Bonis kassiert. Oder Seemops? Oh, ich habe gerade auf Günther und nicht auf mich geguckt und mich gewundert. Ja, damit ist es entschieden. 101-Meister Dialga. Free-for-all-Meister Latias. Endergebnis. Insgesamt. Wir haben der letzte Platz mit 15 Punkten. Geht an den ich von vornherein erwartet hatte. Genocide der Sans Amiibo. Konnte sich dauerhaft auf einem höheren Platz halten. Aber jetzt im Turnier fällt er noch runter. Bitter für ihn, aber man kann nichts machen. Dann haben wir auf dem 7. Platz Lord Ecke. Relativ überraschend für mich, nachdem er gestern Free for Alls dominiert hat. Aber heute lief es wohl nicht gut für ihn.
Ja. So, dann haben wir Platz 6. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin nicht Letzter geworden, wo auch das Turnier jetzt am Ende. Wenn ich im Turnier in der ersten Runde rausgeflogen wäre, gegen Lord Ecke, dann wäre ich auf Platz 7 gelandet. Aber so konnte ich einen Unterschied von 10 Punkten zu ihm aufstellen. Und somit ein Gesamt von 3 mehr haben. Uff, gut gelaufen für mich. Platz 5. Warte, sehe ich richtig? Platz 5 sehe ich richtig? Ist sie richtig? Die dunkle Macht hat es nur auf Nummer 5 geschafft. Wirklich sehr hin und her. Am Anfang, die ersten Kämpfe, absolut nichts erreicht. Dann komplett hochgestiegen, bis zwischendurch auf Nummer 2 und jetzt wieder runtergefallen, bis Nummer 5, hier im Turnier auch, im ersten Kampf ausgeschieden, gegen Erzrivale Dialga. Dann Platz 4. Guck nicht so. Platz 4 haben wir. Ich sehe hier, gibt es, das sind 28... Ich sehe 2 28er, die dann wohl Platz 3 teilen. Nochmal ein Vergleich. 28er teilen sich Platz 3. Ja, das passt. Dialga hat es tatsächlich auch durch diesen Turniersieg aufs Siegertreppchen geschafft. Aber verdrängen konnte er unseren kleinen blauen Ball Seemops dadurch nicht, der zusammen mit ihm auf dem 3. Platz steht. Es sieht so aus, als wäre Blau gut dabei. Denn auf Nummer 2, was mich persönlich riesig freut, das Turnier ging jetzt nochmal in die Hose, gegen Seemops ausgeschieden, Latias dadurch nicht einholen können, aber komm, für den 2. Platz reicht's für Günther mit 30 Punkten. Und wie bereits klar war, mit einer dominanten Leistung. Oh mein Gott, was? Mit einer dominanten Leistung. 10 Punkte Vorsprung vor Platz 2. Latias hat uns alle zerstört. Dieser neue Yoshi ist der König meiner Amiibo. Nachdem Bisasam als alter Yoshi sich ständig auf dem letzten Platz mit Genocide geprügelt hat, ist dieser Yoshi der einzig wahre Amiibo. Hier ist er. Euer neuer Gott. Also, wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Mit Amiibo, ohne Amiibo, wer weiß. Heute haben wir erst einmal die große Frage geklärt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Es hat mir übelst viel Spaß gemacht. Ich will das auch mal wiederholen irgendwann. Naja, wir sehen uns bald wieder. Bis dann und ciao. Euer Gott. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und teilt das Video, wenn ihr anderen zeigen wollt, was Amiibo können.